Hallo, heute mal direkt aus dem Auto. Ich bin hier, um den neuen Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid mit GT-Paket zu fahren. Das ist der Nachfolger vom bisherigen Turbo GT, also die Coupé-Form vom überarbeiteten Cayenne. Den probieren wir heute aus, hier auf der Rennstrecke im Parc Motor de Castelloli in der Nähe von Barcelona. Ganz kleine private Rennstrecke, technisch sehr anspruchsvoll, schön ins Gelände geformt. Da werden wir jetzt gleich mal durchfahren. Ich freue mich drauf. 739 PS. Ich würde sagen, juppai die. Es ist leider noch ein bisschen neblig heute. Das macht das Fahren sicherlich nicht einfacher. Aber schauen wir mal, ich glaube, das Auto sollte mich dabei gut unterstützen. Was stellen wir fest? Das Auto liegt jetzt schon hier in der Aufwärmrunde. Sehr satt, hat wahnsinnig viel Grip. Verkehrsnachrichten gibt es auch. Ganz enge Ecke hier, schön innen rein, herrlich. Und Traktion. Traktion, bis der Arzt kommt. Hier rauf, okay, haben wir kaum noch Sicht. Aber solange das Führungsfahrzeug noch da ist, passt das. Am Auto verbaut serienmäßig die Keramikbremse von Porsche. Bekanntermaßen belastbar. Spart natürlich auch einiges an Gewicht, weil riesengroß. Vorne 440 mm, hinten 410. 10 Kolbensättel da drauf. Muss natürlich auch trotz aller Leichtbaumaßnahmen immerhin gute 2,5 Tonnen zusammenbremsen. Und bei der Leistung, ich habe schon gesagt, 739 System PS, 950 Newtonmeter maximales Drehmoment. Da sind natürlich auch exorbitante Fahrleistungen möglich und die müssen erstmal wieder eingefangen werden. Porsche verspricht für den Sprint von 0 auf 100 3,6 Sekunden mit einem Full-Size-SUV mit 2,5 Tonnen. Wahnsinn. Höchstgeschwindigkeit 305 km/h. Keine Fragen. Auto hängt super am Gas. Also viel besser, als man das bei dem Hybridkonzept vielleicht erwarten würde. Reagiert schon auf kleinste Impulse richtig fein. Das Gewicht ist nicht wegzudiskutieren, das merke ich auch am Kurveneingang. Aber das Gripniveau wiederum ist so irrsinnig gut. Das Auto stützt sich ab. Phänomenal. Strecke ist so ein ganz bisschen feucht. Dann kommt das Auto ins Arbeiten, aber souverän. Bremse, wie erwähnt, einfach drauf, Warp ankert. Weltklasse. Sound geht auch mehr als in Ordnung. 4 Liter V8 Biturbo, jetzt Monoscroll Lader. Unterstützt mit dem E-Boost von der Maschine, der E-Maschine. Muss man aber trotzdem nicht fürchten, dass das nicht mehr klingen würde. Ganz im Gegenteil, der hat einen richtig schönen Klang. Satt, sauber definiert und mit der Titanabgasanlage. Herrlich. Tja, was bleibt zu sagen nach einer Runde Vollgas hier auf der Strecke. Die Spreizung aus Dynamik und Komfort ist noch deutlich größer als beim direkten Vorgänger, beim Turbo GT, der ja ohne Elektrifizierung daherkam. Das neue Federdämpfersystem mit Zweikammer-Luftfeder und vor allen Dingen einer Zwei-Ventil-Dämpfungseinheit erlaubt einen irrsinnsguten Komfort, Abrollkomfort, den traut man dem Auto echt nicht zu. Dabei helfen die etwas größeren Räder nochmal, wo der Reifenquerschnitt minimal zugelegt hat. Aber dass das Auto trotzdem so performant um die Ecken geht und so irrsinnshohe Querbeschleunigungen aufbaut, das ist schon echt beachtlich. Respekt.